Das ist halt wirklich für ganz für humorresistente Menschen, die ansonsten keinen Witz verstehen. Katja Krasavice ist the next Heidi Klum. Was sagt man in der TV-Welt über YouTube? Also wir haben unterschiedliche Positionen, aber meine ist wahrscheinlich nur ein bisschen negativer als Ollis. Liebe Freunde, herzlich willkommen an diesem unglaublich tollen Donnerstag. Und wir haben hier das geballte Sexappeal auf der Couch sitzen. Olli Kalkofe und Peter Rüthen. Mensch, seid ihr falsch abgebogen oder was macht ihr hier? Ja, du, wenn man hierher eingeladen wird, ne, dann reist man um die halbe Welt und kommt sofort. Wir kommen ja tatsächlich von einer mehr oder weniger Aerosmith-Abschiedstour-artigen Schläferz-World-Tour. Wir haben ja gestern Leipzig gerockt, davor München und Hamburg, Berlin, da haben wir uns alles dem Ruf nicht verschließen können. In einem Worldwide-Wohnzimmer einfach mal. Wir haben auch bunte Getränke vor uns und zwar sind die aus eurem Cocktailbuch. Da muss man sagen, wir haben ja bei Schläferz, also bei den schlechtesten Filmen aller Zeiten, immer ein Trinkspiel, damit man diesen Film übersteht und nicht zu viel mitbekommt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und zu jedem Film wird ein eigener Cocktail kreiert. Und ihr habt die hier nachgebraut, ganz sauber. Wie man hier sieht. Das ist echt großartig. Das ist, die werden wir jetzt mal direkt mal testen. Ich lese kurz vor, ich fange mal Peter an. Ja. Peter hat den René Vella Faustpropeller Fressendella. Olli, du hast den Hai Thai Dreiopai. Jawohl. Benni, du hast den Coco Loco Kübelböck Cocksucker und ich habe die mündliche Prüfung. Das ist auch, wenn wir drehen, wir kennen die Cocktails wirklich selber kaum. Mhm. Deswegen ist das eine tolle Erfahrung. Absolut. Ich finde das auch ganz zauberhaft. Tolles Happening. Ja. Kurz und knapp, was sagt man in der TV-Welt über YouTube? Also wir haben unterschiedliche Positionen, aber meine ist wahrscheinlich nur ein bisschen negativer als Ollis. Im Grunde genommen, ich freue mich über jeden, den ich entdecke. So wie euch, der mir Spaß macht. Was das Problem ist, ist, glaube ich, da kommen Talente auch irgendwo aus den Löchern, die man vorher nicht hat rauskommen lassen und die sonst keine Chance gehabt hätten. Und es ist ein kreatives Feld, das ist der positive Teil. Der negative Teil, es kann auch jeder Idiot was machen. Und viele von den Idioten machen es halt auch. Ich finde halt, die Idioten haben erstaunlicherweise mehr Erfolg und mehr Abos. Ist im Fernsehen aber auch so, ja. Und Dinge, die mir Spaß machen. Es ist leider überall auf der Welt so. Also die Idioten kommen immer, sind lauter als die Klügeren und das ist immer das Problem. Aber sie verabreden sich dann auch mit idiotisch veranlagten Zuschauern oder Usern. Was nur einfach, finde ich, dann mich ärgerlich macht oder wütend macht, ist dann halt immer, wenn neue Formen des Betrugs oder des Beschisses damit entstehen, wie eben zum Beispiel bei so vielen YouTube-Stars, die wirklich auf die 10-, 11-jährigen Mädchen oder so gehen und denen vorgaukeln, sie sind ihre Freunde und dabei nur verschissene Werbung machen, was widerwärtig ist und daraus dann Kohle ziehen. Das kann ich überhaupt nicht ab und das finde ich ganz furchtbar. Deswegen haben wir jetzt in der Mattscheibe ja auch zum Beispiel YouTube-Videos aufgenommen, sowohl skurrile Sachen, die sonst keiner entdeckt, wie auch eben professionelle Beschissvideos. Wie fühlt ihr euch in der Welt? In der YouTube-Welt. Ihr seid ja auch schon viel zu alt für YouTube. Eigentlich schon viel zu alt. Ich fühle mich wie ein Erwachsener auf einem Kindergeburtstag irgendwie. Ja. Ist das jetzt gut? Das kann für manche Leute gut sein. Für manche, ich bin der Vater, der betrunken in der Ecke sitzt. Das ist meine Sicht. Ja, ist nur so immer, denn man denkt immer, die Kinder finden mich bestimmt total cool. Hey Leute, ich komme, ich tanze mal für euch. Pass mal, ich zeig den Kindern mal. Wir können noch, ey, wir sind noch richtig gut drauf. Ja, also, Oma, kennt ihr den Ententanz? Wir singen selber. Und dann leert sich der Raum. Apropos YouTube-Müll, wir haben ein paar Videos vorbereitet und da könnt ihr einfach mal euren Senf dazu geben. Vielleicht kennt ihr auch die eine oder andere Person. Hallo meine süßen Katja, krasse Fotze, kenne ich doch. Entschuldigt meine Haare, die sind ungeglättet, ungekämmt. Das wollte ich auch gerade sagen. Ungefühlt. Sieht aus wie eine. Denn ich hatte gerade noch jemanden hier. Ich hatte meinen Spaß in der Dusche mit der Person. Ja, die ist ja eine Kultfigur mittlerweile. Die ist eine Kultfigur. Warum? Also, ich meine, wegen der Brüste, ne? Ja, weil sonst ist da nichts. Aber das ist ja ein hirntotes Stück YouTube, ja, ne? Das ist dann in Richtung Porno-esker Selbstverkauf daherkommt. Ja, Porno ohne Nippel. Das ist also eben das Einzige, die hat halt wirklich. Die Zielgruppe. Das sind Pseudo-Porno-Videos, aber eben immer noch mit so einem Rest Kleidung an. Und Satire sie hat da, ist das, ja? Genau, Satire. Sie hat zum Beispiel dann, wie du Bananen lutscht und wie du Eier ausbläst, ganz viele hatte Würste in den Mund schieben. Würste in den Mund schieben und solche Sachen, also die wirklich so die Frühpubertierenden geil machen sollen oder die sehr spät, sehr Abend auf dem Hotel spät Restpubertierende. Das wird aber von der Industrie mit Werbung auch belohnt. Alles. Auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, Katja bekommt momentan nicht so, ist ja alles strenger geworden auf YouTube, die bekommt momentan, glaube ich, fast keine Werbung mehr auf ihre Videos. Oh, das tut mir ja leid für Sie. Das fände ich aber mal eine schöne Entwicklung, dass da tatsächlich mal irgendwie was ist. Aber ich glaube, privat verdienen sie noch genug. Weil sowas Affektiertes, Grauenhaftes, Kalkuliertes,
kann man sich ja gar nicht ausdenken. Und wenn es dann passiert, dann fragt man sich, wen spricht sie an? Widerliche Szene, vielleicht könnt ihr es ja verlinken, weil es gibt zwei Mattscheiben-Clips dazu und das Allerschlimmste und aber einer meiner Lieblingsclips der letzten Zeit, da hat sie eine Freundin von sich dabei und hat die da stehen und sagt so und die ist hier, das zeigen wir mal, aber das geht ja so gar nicht, wenn die hier so da stehen, jetzt pimpen wir die erstmal auf und dann wird die ist wirklich, die Cousine, glaube ich, die Cousine wird hier innerhalb von Sekunden zum Straßenstrich Bückstück umgestylt und wird gezeigt, wie cool das ist und das ist echt so widerlich, das ist unfassbar, was du da siehst, also ich ganz, ganz toll, freue mich, dass wir sie hier wiedersehen, musst du kennenlernen. Fantastisch. Kommen wir zu Miguel Pablo. Habt ihr von dem schon was gehört? Nee. Name, da klingelt, habe ich schon mal gehört. Baden in Nutella, Baden in Nutella habe ich gesehen. Das ist halt krass. Ne? Und dann dachte ich mir so, okay, scheiße, ich brauche auch so ein Format. Aber in was soll ich baden? Take away! Warum überhaupt baden? Ne? Grüße gehen raus übrigens an Matthew und Krappi. Ist auf einmal viel größer. Aber der hat schon eine Vorstellung von sich selber, dass der witzig ist. Ne? Ja, das denken sie ja alle. Und man, das ist ja, Ich hatte Baden in Nutella, habe ich auch gemacht. Also was einfach so wie Baden in Scheiße ist, hatte ich ja. Sehr lustig. Kann ich sehr lange und immer wieder drüber lachen. Man merkt bei ihm auch, wie dumm er eigentlich auch ist. Das merkt man. Also, das Brummen, das ist hörbar, die Dummheit. Leute, die in ihrem eigenen Zimmer ihre stinkenden Kackmauken als Bilder hinhängen. Du kannst auch deine schönsten Kackhaufen der letzten vor allem, vier Wochen der Leute ihre Sonnenbrillen oder Kappen an die Wand nageln. Ja, oder deine alten Schlüpper und Socken über die Lampen ziehen, um es romantisch zu machen. Das hat ja auch keine künstlerische Überhöhung. Ich meine, David Lynch hatte mal eine Popelwand. Ja. Ne? Aber David Lynch war ja auch Künstler. Oder ist Beuys hat immer eine Badewanne mit Butter gemacht. Und so. Toll, aber hier ist einfach nur ein Idiot, der sich... Der hat Erfolg, das ist ja das Skurrile. Erfolg in Anführungszeichen. Weil er skurril ist oder weil er wirklich als witzig oder komisch empfunden wird. König an Hauptschulen. Ja, es ist ja ein Phänomen, was sich eben im Fernsehen durch die Scripted Reality-Geschichten so entwickelt hat und hier eben weitergeht in noch einer Stufe tiefer. Und die Leute, die das gucken, haben nur noch dieses Empfinden der Häme, zu sagen, ja, ich bin auch doof, aber so doof bin ich nie. Ne? Ich bin auch echt scheiße. Überlegenheitsgefühl ohne Ende. Ich habe schon mal in eine Wanne gekackt, aber ich würde mich echt nicht mit 500 schicken. So doof bin ich. Guck mal, wie doof der ist. Das ist halt wirklich für humorresistente Menschen, die ansonsten keinen Witz verstehen, aber kapieren, dass das doof ist. Was definiert heute noch cool? Es reicht also, ich meine, das ist sowieso ein breiter Begriff, ne? Also assoziativ breiter Begriff. Aber hatte ja immer was mit einer gewissen Souveränität. Mit einer Schlaghose. Ja, oder einer Attitüde. Unabhängigkeit zu tun. Das ist ja das Anbiedern von einem Menschen, der weiß, ich bin unter einem IQ von einer Glühbirne, erreiche euch aber alle mit genau dieser mediokren Formel. Coolness, ne? Hat niemals damit zu tun, dass man behauptet, cool zu sein. Coolness ist keine Behauptung, das ist eine Attitüde. Und nur wer nicht behauptet, cool zu sein, ist es auch. Also und alle die sagen, ey, wie krass und wie cool und so weiter, sind das letzte Uncoole. Eine wichtige Message, nichts können ist nicht cool. Kennt ihr Mead? Habt ihr schon mal gehört? Nicht. Yo, servus Leute, was geht ab? Ihr seht schon in der Videobeschreibung, das ist ein Statement. Viele haben mich gefragt, Mead, wieso ist das Video mit Shivin David auf privat? Ich erkläre euch das mal kurz. Jede Schwuchtel, nee, komm, das macht mich echt sauer. Hat auf einmal ein Video gemacht mit dem Titel. Unglaublich, oder? Dieser Mann, wenn wir wieder reden, ist wie so eine Switch-Parodie, ne? Ja, das ist auch, das sind die Leute, die dir, also auch von der Kleidung her, du denkst wirklich, du befindest dich jetzt in einem wahrscheinlich gut gemachten Sketch und Leute, die so doof sind, dass sie ihre eigene Parodie darstellen, das nicht erkennen und sich für klug halten, das ist leider... das ist die Welt von der Trump-Wähler und der Leute, die einfach so alles falsch verstanden haben. Der Protest- und Wutbürger, die irgendwie denken, indem ich laut die Scheiße rede, wird sie wahr. Es ist falsch. Also es ist ja, und da geht es so, sagen wir mal, in der Message oder im Selbstverständnis, dass er da rausbellt und wahrscheinlich auch wieder von irgendwelchen Hinterhofbewohnern für in irgendeiner Form stark gehalten wird dadurch. Der geht ja an Themen ran, wo ich dann wirklich sage, so, jetzt ist auch mal Feierabend, Freunde, ja? Bei Sachen, die wir uns hier in der Gesellschaft hoffentlich auf lange Zeit erkämpft haben, was Toleranz angeht. Und wenn ich dann so eine Richtung höre, und das wird noch nicht mal, da wird kein Mensch sagt da gehört mal ein Maulkorb drauf. Ja. Und das ist eben auch der Punkt, weswegen... Der hat auch ganz viele Fans auf YouTube. Also ja, natürlich. AMK-Army ist eine Army und die ist halt...
wirklich. Ja, eben. Jeder Idiot findet andere Idioten. Also das ist ja eben möglich. Das ist ja, Idiotie ist ja auch so ein, hat ja so eine magnetische Wirkung. Aber dass das eben heute so leicht möglich ist und dass da alle Medien das ja mitspielen, also das Fernsehen bietet sich dann ja bei YouTube an, indem sie dann versuchen, die, die irgendwie gerade erfolgreich sind, einfach irgendwo hinzusetzen und diesen ganzen Scheiß mitzumachen. Und keineswegs irgendwas, was mit Verstand oder so zu tun hat. Es gibt ja auch Sachen im Netz, die man vielleicht mal wirklich loben kann und wo man weiter was zeigen kann, wo keine Vollidioten nur sitzen. Da wollte ich euch auch noch mal fragen. Ja, ihr wisst ja nicht. Seid ihr mehrere, also deren Message mir gefallen? Wie viel seid ihr? Wir können das nicht mehr erzählen jetzt. Seid ihr Legion? Nee, aber ich meine, die Ausrichtung gefällt mir wirklich. Und ihr seid für mich die Einzigen, die ich entdeckt habe, bei denen ich auch gerne mitmache oder reingucke. Gibt satirische YouTuber, die die Szene beleuchten und selber bespiegeln? Leute, oder? YouTuber, momentan ist der Trend auf YouTube, dass YouTuber über YouTuber sprechen. Das heißt, viele regen sich über solche YouTuber, über die wir gerade gesehen haben, auf. Aber wir sind einzigartig, oder Jungs? Ja. Ob dann jemand Dagi B sein ganzes Leben lang gut findet oder so, ist mir relativ Hupe, weil Dagi B Fans. Ja, oder Bibi. Ich habe gar nicht gewusst, dass es zwei sind. Da muss ich auch sagen, das war der Witz. Das war echt, als wir die YouTube-Sachen hatten, hatten wir eine Dagi B-Nummer und eine Bibi-Nummer und waren schon am Vorbereiten. Und dann kam die Tochter von unserem Post- und Pre-Production-Kollegen, der das alles machte, und hat uns darauf hingewiesen, dass das zwei sind. Ja. Weil die sahen gleich, haben gleiche Scheiße gegeben und so. Und dann haben wir erst gesehen, ach so. Und dann habe ich erst verstanden, dass das mehrere sind. Und dass die Anleitung dazu geben, sagen wir mal, Ehrgeiz oder sowas wie eine Berufsvorstellung von vornherein nicht entstehen zu lassen, weil man sieht, es reicht ja, wenn ich mich irgendwie über Schminken sexualisiere, und deshalb ist natürlich das tödlichste Frauenbild, was Generationen von Frauen versucht haben zu verändern. Und Star-Ruhm oder Star-Definition hatte früher gesunderweise immer etwas mit, ja, hatten wir ja schon, Kompetenzvermögen oder irgendeiner Form von besonderer Fähigkeit zu tun. Dass das so runtergebrochen ist und gerade auf die Formel, sagen wir mal, verdichtet wird, macht dich schön für den Mann oder für macht dich attraktiv, macht dich, von der Porno-Tendenz mal ganz zu schweigen. Das ist aber Germany's Next Topmodel. Macht genau das Gleiche. Das ist ja auch nur eine Mischung aus Straßenstrich und Militär, was da gemacht wird. Also du musst lernen, wie du immer sexy bist, keine Widerworte hast, genau das tust, was man dir sagt, und dabei immer erotisch bist. Dabei ist es so und einfach. Sonst gibt immer es nichts, was dabei rüberkommt. Also wer eigenen Charakter hat oder so, darum geht es null. Es geht nur um Sexiness und das Gehorchen. Ich hatte wirklich das geguckt, die Sendung auf Germany's Next Topmodel, und ich war wirklich dann geschockt, weil ich gucke auch manchmal Frauentausch, einfach so, weil es Frauentausch ist. Aber ironisch gucke ich es, auch wenn man es eigentlich nicht kann. Aber wie die dann rumgelaufen sind und dann, du musst mehr sexy sein, die sind 16, die Mädchen, wo ich dann auch wirklich weggeschaltet habe. Das ist bitter, das ist schlimm. Und ich sagte, Katja Krasavice ist the next Heidi Klum. Also wenn die, und wenn das jetzt noch zwei Jahre weitergeht, Heidi Klum die ersten Falten hat im Gesicht und am Arsch oder wenn man es überhaupt auseinanderhalten kann, dann wird ProSieben die fragen. Solange es nicht irgendwie eine echte, also nicht Verstand vom Himmel regnet, wie man immer so schön sagt, wird sich da nichts groß dran ändern. Auch das Ethik, wird immer so sein. Also man könnte es auch auf Ethik. Und solange nicht die Medien, egal welcher Form, also Zeitung, Fernsehen, Internet und alle mal irgendwie erkennen, dass nicht das einzige Klickzahlen, Geld und ausgebuchte Werbezeiten oder so sind, sondern auch der Inhalt. Im Moment erkennt man es nicht, ich weiß es nicht, weil keiner gibt da noch was drauf. Deshalb ist doch die Frage, warum Thomas Gottschalk euch blockt. Und das fragen wir uns auch. Habt ihr Thomas Gottschalk schon mal kennengelernt? Ja, ich habe ihn schon mehrfach getroffen, ja. Ich glaube, der ist einfach auf die Tastatur für dich gefallen und er weiß gar nicht, wie das funktioniert. Vielleicht wollte er Like drücken. Ja, da habe ich, glaube ich, nämlich auch noch. Thomas ist, glaube ich, wahnsinnig erschüttert über sein Lebenswerk und möchte das auch noch bis ins späte Alter fortführen. Hier auf und Knie moderiert, er hat, hier er hat wahnsinnig, er ist absolut davon ausgegangen, dass ihr ihn hier schlachten wollt oder irgendwie angehen wollt. Ja, tatsächlich. Und diese Paranoia, die hat er vielleicht. Aber ich glaube, da kommen zwei Sachen zusammen. Also jetzt mal erstens, wenn du in Amerika hauptsächlich lebst, also allein die Anfahrt nach Köln kostet ein bisschen gemacht. Zeit. Die öffentlich-rechtlichen und so, und auch wenn du sagst, wir kennen jemanden, der nimmt dich mit. Aber ich glaube, er wollte nur Like und Smiley machen und das war blocken. Habt ihr Harald schon mal versucht? Noch nicht versucht. Lohnt sich der Versuch? Oder? Nee, würde ich lassen. Ihr seid ja auf der großen Schläferz-Tour. Ja. Erklärt doch mal unseren dummen Zuschauern, was das überhaupt ist. Die Tour oder Schläferz? Nein, Schläferz ist eine Abkürzung, bevor Leute anfangen zu googeln und ihren Arzt oder Apotheker fragen, was das ist. Ach, sollen sie doch.
recherchieren. Die schlechtesten Filme aller Zeiten. Die besten hat jeder. Wir zeigen die schlechtesten und kommentieren die. Also das heißt, wir machen betreutes Fernsehen. Das ist eine Mischung aus Sitcom und Fernsehkommentar oder Filmkommentar. Wir zeigen den Film, kommen dazwischen immer wieder, zeigen die besten Szenen nochmal. Gab es denn schon mal einen Film, wo jemand, einer von euch beiden gesagt hat, okay, so schlecht war er jetzt doch gar nicht? In der Sendung spielen wir damit. Da ist es ja immer, jeder von uns schreibt immer einen Film dazu und macht das. Und das ist ja auch immer dann die Überraschung für den anderen. Was macht der mit mir? In der echten Welt ist es natürlich schon so, jeder hat seine Favoriten und jeder hat vielleicht auch eine andere Geschichte mit dem Film. Und es gibt viele, wo wir uns beide ganz klar einig sind, dass wir die doof finden. Aber haben Sie Kartoffelsalat schon in YouTube-Filmen? Nein, noch nicht. Und das ist zum Beispiel eine echte, da haben wir echt so ein bisschen eine Kontroverse, weil ich sage, ich würde ihn sofort nehmen, aber dann muss auch klar sein, wir gehen da dann wirklich auch hart ran. Abgesehen davon, dass ich immer Respekt davor habe, wenn Leute versuchen, was zu machen. Es ist halt überhaupt nicht mein Humor. Also ich kann darüber nicht lachen. Ich finde es also ganz furchtbar. Und es sind Leute drin, die ich auch ganz furchtbar finde. Und das muss man dann auch sagen dürfen. Und ich finde daran trotzdem halt ganz Respekt, furchtbar, dass sie es gemacht haben, dass sie es versucht haben. Und ich finde daran ganz furchtbar, dass es eben in dem Fall das erfüllt, was wir ansonsten ja auch beachten. Was mich aber daran stört, ist, dass der ja kalkuliert als Trash, als Selbstzweck, um sagt Trash darzustellen. Jetzt, Jetzt sagt einer der Produzenten oder Geldgeber, nee, so scheiße finden wir ihn doch nicht, dass wir ihn euch dann quasi preisgeben. Ich glaube schon, dass er ernst gemeint war. Jetzt im Nachhinein das sagen wir es. Ja, aber beides. Beide Varianten. Wenn er ernst gemeint ist und Fresh Torge, für mich dann eben auch sehr schmerzhaft. Otto Waalkes gewinnt, wenn der dann in Fresh Torge, der menschlich komplett in Ordnung ist, habe ich schon festgestellt. So, und der setzt sich jetzt hin und schreibt ein Drehbuch und das wird dann auch umgesetzt mit anderen wahrscheinlich noch. Und da sind dann auch noch die, wie heißen nochmal, meine absoluten Unsympathen. Wow, Lochis sind da. Außenseiter. Nee, aber die haben einen eigenen Film gehabt. Außenseiter. Bruder vor Luda war ihr Film. Genau, richtig. Das ist aber ein aufdringlicher Schläferz, wenn es einer wird. Ja, aber wie gesagt, das haben wir bei den anderen Filmen ja auch. Und ich finde Nein, so nicht. Und das heißt, das ist komplett in die Hose gegangen, finde ich. Und das darf man dann auch sagen. Und dann, wenn man dann sieht, was dazu an Kalkulation eben dazu ist, also wen man geholt hat. Und da gibt es ganz viel, was man nehmen könnte. Ich fände es schön. Ich würde ihn gerne als Schläferz haben. Schläferz kommt immer Dienstag? Jeden Freitag. Gebt einen Daumen nach oben und schreibt mal euren lieblingsschlechtesten Film in die Kommentare. Ja. Und welcher Drink gefällt euch am besten? Wir sehen uns wieder am kommenden Sonntag und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Ja. Auf Worldwide Wiedersehen und Farewell. See you at Schläferz.